Herzlich willkommen, meine YouTube-Abonnenten. Im letzten Part waren wir hier stehen geblieben bei dem Charakterauswahl-Menü in Fahrenheit, dem Spiel, dem interaktiven Film. Falls ihr das Spiel noch nicht kennt und neu dazu schaltet, bleibt einfach hier oder gebt euch die anderen Parts. Und ich muss mich entschuldigen. Ich nehme jetzt hier eine neue Aufnahmesession auf und ich muss mich entschuldigen. Die letzten paar Parts, ich weiß gar nicht, wie viel ich gemacht habe, da war ich schon ziemlich müde und deswegen war das Commentary auch unterdurchschnittlich gut. Also bei mir ist eben der Durchschnitt schon viel tiefer und es war eben noch schlechter als mein Durchschnitt. Und ja, das ist eben nicht so optimal. Aber jetzt zurück zum Spiel. Wow, meine Cola-Flasche explodiert gerade. Ja. Danke, Cola. Unterstützt von Produktplatzierung. Wir waren stehen geblieben bei diesem Charakterauswahl-Bildschirm. Und wir können uns jetzt aussuchen, entweder zu Lucas Kane, wo wir im letzten Part waren. Der geht jetzt nämlich zum Park, zu Markus, seinem Bruder, oder zu Carla Valenti in die Polizeiwache. Und ich würde sagen, weil wir letztens bei Lucas Kane waren, gehen wir jetzt zu Carla Valenti. So ein bisschen Abwechslung und sowas, ne? Okay. Für einen Polizisten habe ich die verdammt schlechte Angewohnheit, mich von dem Fall, an dem ich gerade arbeite, total einnehmen zu lassen. Ich bin völlig fertig. Ich habe die ganze Nacht kein Auge zugetan. Irgendwas an dem Fall ist faul. Aber ich kann zum Verrecken nicht sagen, was. Ja. Das können wir aber sagen. Wir waren ja live dabei. So, ich würde mal sagen. Wie geht's denn so? Hi, Doug. Ganz gut. Ist Tyler schon da? Nein, ich glaube nicht. Und? Rückt die Pensionierung näher? Nicht schnell genug. Die Synchronstimme ist auch toll. Hey Carla, wie geht's denn so? Ja, tut mir leid, falls das jetzt übersteuert war oder sowas. Oh, da ist eine Bonuskarte. Lecker. Lecker Bonuskarte. Wo geht's denn hier hin? Oh, da kann man hin. Die Tür zum Kellergeschoss. Was soll ich denn da? Ja, vielleicht hingehen, weil ich dir das befohlen habe. Weil ich nämlich dein Meister bin. Okay. Ja, die Kameraperspektiven sind immer toll. So. Ich glaube, wir gehen jetzt gerade zum Büro. Ja, vielleicht mal die Kamera. Hallo drin. Carla, wie geht's? Ja, super geht's mir. Wer hat das gesagt? Du da. Okay. Lieutenant Carla Valenti und Sergeant Tyler Miles. Okay, wir sollen jetzt also ins Büro gehen. Das ist da hinten. Gibt's hier noch irgendwas? Nee. Hi, Frank. Hi, Carla. Gut geschlafen? Welche Zeitverschwendung. Ich kann auch genug schlafen, wenn ich tot bin. Typisch, Carla. Schön. Kann man hier knocken? Ist keiner da. Tyler ist noch immer nicht da. Ich ruf mal bei ihm an. Minus 5. Hey Carla! Hey Carla! Er soll mir die 100 Kröten zurückzahlen. Die schuldet er mir seit 6 Monaten. Geht mich nichts an, Jeffrey. Red selbst mit ihm. Der meidet mich aber wie die Pest. Außerdem hört er hier nur auf dich. Bis später, Jeffrey. Also der Jeffrey ist ein ziemlich nerviger Typ scheinbar. Hallo Carla. Haben wir gerade bemerkt. Hi Garrett. Wart mal, Carla. Ich habe schon einige Ergebnisse von den Untersuchungen vom Restaurantmord. Super. Sobald Tyler da ist, kommen wir vorbei. Okay, ich bin den ganzen Morgen hier. Also ich muss sagen, manche Synchronsprecher sind nicht schlecht und manche sind schlecht. Da hört man nämlich manchmal den Dialekt raus, wie bei mir vielleicht auch manchmal. Aber ich bin ja kein Synchronsprecher, sondern ich bin ein schlechter Minecraft-YouTuber. Und da gibt es Unterschiede. Erstmal Wasser trinken. So. Fuck.
Nice. wir wollten ja Dings anrufen, Tyler, weil er noch nicht da ist. Oh. Ja? Weißt du, wie spät es ist? Verdammt. Beweg dich. Die Bedienung kommt heute Morgen, um ein Phantombild des Mörders anzufertigen. Schon unterwegs. Ja, genau, die kommt später auch. Ach ja, das wird ein Heidenspaß, dann das Phantombild anzufertigen. Erstmal die Mails checken oder was auch immer man... Ja, genau, die Lampe anschalten, die mir direkt ins Gesicht strahlt, aber egal. Voll die coole Gaming-Tastatur. Kein Betreff. Das ist schon einmal geschehen. Kirsten, was das wohl heißen soll. Wieso gibt mir das minus 5? Ja. Hi Carla, es tut mir leid, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe. Mein Job nimmt mich sehr in Anspruch. Ich komme vorbei, sobald ich kann und erzähle dir von meinen neuesten Abenteuern. Ciao, Tommy. Ja. Ja. Spam-Mails sind auch immer lustig. Ja, das ist mir ziemlich egal. Mehr Schnee. Ja, genau. Es wird immer kälter und das ist schlecht. Kirsten. Suche. Ad acta gelegt. Lil. Also tatsächlich ein Name, der für einen Fall steht. Ich hätte gern mehr darüber erfahren. Punkt, Punkt, Punkt. Achso. Okay. Dann machen wir hier mal auf und vielleicht ist ja was drin. Eine Bonuskarte, na klar. Ja. Und können wir sonst doch was machen? Aufstehen. Okay. Keine schlechte Idee. Ach, wir können jetzt wieder Charakter wechseln. Okay, das mache ich dann mal. Mit welcher Taste? Nee. Das ist so ein Zwischenmenü. Habe ich gerade aus Versehen bekommen. Aha, wir haben 3 von 6 Leben. Und 25 Bonuspunkte. Okay, interessant. Ach ja, dann war es B. Ja, dem Taler, dem geht's gut. Sich noch ein bisschen hingelegt. Kann man ja mal machen. Tut mir leid, aber ich muss jetzt los. Ich mache uns Kaffee. Okay, ich spring unter die Dusche, zieh mich an und dann bin ich weg. Ich glaube, die Dusche ist hier, genau. Also nette Einrichtung. Erstmal anschauen. Hey, du siehst ja gar nicht mal so übel aus. Ja, jedermann im Badezimmer. Eine Bonuskarte neben dem Klo. Nice. Wo können wir uns hier anziehen? Es ist schon total hell. Bin mal wieder zu spät dran. Ja, das hast du richtig gesehen. Das ist Sox. Eine der Figuren aus meinem Lieblingsvideospiel. Oh, Sox.
Ist das eine Anspielung an irgendwas? Ich habe keine Ahnung. Erstmal im Spiegel ansehen. Ach, hier ist der Kleiderschrank. Ah ja. Netter Pullover. Was war das? Hinsetzen. Nee, danke. Ich muss jetzt Kaffee trinken. Das ist wichtig am Morgen. Sam schmollt mal wieder. Und ich weiß auch warum. Musik. Immer gut. Plus 5 passt. Ich hoffe, die Musik ist nicht copyrighted, weil dann bin ich jetzt... Naja, so schlimm wäre es dann auch nicht, aber wäre schon scheiße, ne? Weil dann wird das Video monetarisiert von irgendwelchen Musikmenschen. Du holst dir sonst bei der Kälte noch den Tod. Ich friere nicht. Genau, sie holt sich den Tod. Fang nicht wieder an. Ich habe nicht vor, heute den Löffel abzugeben. Das macht mich allmählich wahnsinnig. Ich sterbe jeden Tag vor Angst, dass dir etwas zustoßen könnte. Ich verstehe dich ja, Sam. All die Gewalt ist erschreckend. Aber wenn niemand etwas tut, geht alles den Bach runter. Wir wollen auch mal Kinder haben. Denen möchte ich eine bessere Welt hinterlassen als die, in der wir leben. Und wieso musst gerade du ständig dein Leben riskieren, Tyler? Wieso gehen wir nicht nach Florida, arbeiten mit meinen Eltern und führen ein normales Leben wie andere auch? Wieso muss ich Tag ein, Tag aus um dein Leben bangen? Ich will kein normales Leben führen, Sam. Zumindest jetzt noch nicht. Du musst eben versuchen, mich so zu nehmen, wie ich bin und meine Wahl akzeptieren. Okay, ich habe jetzt nicht mal gelesen, was da stand bei der letzten Option, aber es hat 10 Punkte gebracht. Also so schlecht kann es nicht sein. Pizza. I need some pizza, 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 pizza. Every time I want that pizza, pizza. Die Musik ist am Grooven. Groovy, groovy. Ich muss ein bisschen drüber dudeln, sonst kommt die GEMA und dann sagt die zu mir, GEMA, nee, dann sagt die zu mir, dein Video ist scheiße, nimm das runter und ja. Ja, Alter, 10.000 Punkte hier. Ich dich auch, Mensch. Tschüss! Ja, die überall ist die Musik. Groovy. Hi, Tyler. Hey, Tyler. Carla sucht dich. Ja, ich weiß. Und, rückt die Pensionierung näher? Ja, Gott sei Dank. Der Synchronsprecher ist echt toll. Hey, Tyler. Ja. Aber so richtig schlecht die Stimme verstellt. Also der hat normalerweise eine ganz normale Stimme, aber der stellt die so. Alles klar, Tyler. Schlimm, würde ich jetzt mal sagen. Und die Musik ist bestimmt viel zu laut. Oder viel zu leise. Vielleicht habe ich alles falsch eingestellt und das Video besteht bloß aus blinkenden schwarzen und pinken Streifen. Willst du nicht von mir was? Ich dachte, du willst von mir was. Hey, ach ja, Tyler, wenn ich vorbeilaufe. Welch ein Zufall. Ich habe dich schon überall gesucht. Überall. Oh, Mist. Erinnerst du dich, dass ich dir von einem halben Jahrhundert Piepen geliehen habe? Ich wäre dir dankbar, wenn ich sie möglichst bald zurückkriegen könnte. Zum Beispiel jetzt sofort. Jeffrey, ich muss dir was beichten. Ich bin total pleite. Ich habe all mein Geld an Wohltätigkeitsvereine verteilt, um die Welt etwas besser zu machen. Für dich und für mich. Wirklich sehr lustig, Tyler. Und jetzt rück dir $100 raus, bevor ich sauer werde. Ich schlag dir was vor. Wir spielen eine Partie Basketball um deine $100. Gewinnst du, gebe ich dir auf der Stelle $200. Aber wenn ich gewinne, sind wir quitt.
Wenn ich gewinne, kriege ich 200 Dollar? Ich gebe dir mein Wort. Abgemacht. Aber lass dir nicht im Traum einfallen, nicht zu zahlen, wenn du verlierst. Kapiert? Keine Sorge, Jeffrey. Sobald ich Zeit für eine kleine Pause habe, komme ich zu dir. Ich glaube, wenn wir nicht zahlen, dann sind wir tot, Leute. Also wir sollten lieber gut im Basketball spielen sein. Erstmal die Jacke aufhängen. Erstmal die Kamera über den Bildschirm schauen lassen, damit man keine Animation fürs Jacke ausziehen haben muss. Perfekt. Styler-mäßig. Ich hab Style und das Geld. Erstmal. Ja. Basketball auf Teppichboden klingt wie Turnhallenboden. Und immer der gleiche Ton. Egal ob man an Pinnwand oder auf Teppich oder auf Stein schlägt, der Ton ist immer gleich. Und ich hänge mich immer an den Kleinigkeiten auf. Und bekrittle die, falls man das so sagt. Keine Ahnung. Meine Mail. Pleasure. Mensch. Das muss ich wahrscheinlich zensieren oder so. Millionen sind schon infiziert. Installieren Sie bitte das angehängte Update, um Ihr System zu schützen. Ihre Freunde bei Quantic Dream Software. Ah ja, die Entwickler. Oh, süß. Web. Kann ich gar nicht. Aha. Lebenslänglich für Mensch. Ach ja, die Entwickler sind... Ich finde die Entwickler cool. Ihr könnt ja selbst lesen, wenn ihr wollt. Sind immer interessante Neuigkeiten dabei. Kältewelle fordert neue Opfer. 40 cm Schnee. Okay. Interessant. Dann gehen wir jetzt mal zu Carla und zu dem Typen mit den Ergebnissen, bei dem ich den Namen vergessen habe. Ach ja, da vorne. Jumpen und runnen. Und? Womit willst du anfangen? Was hat das Messer ergeben? Jede Menge Fingerabdrücke. Und Chips essen. Wie professionell. Verdächtigen übereinstimmt. Der Mörder saß also definitiv an diesem Tisch. Und die Klinge? Die hat's in sich. Da ist definitiv Blut des Opfers dran. Aber das Komische ist, dass auch Blut vom Mörder dran ist. Okay, dann Blut in der Kabine. Was ist mit der Blutlache in der Kabine? Du wirst es mir nicht glauben. Das Blut war nicht vom Opfer, sondern vom Täter. Wieso saß der blutend in der Kabine? Das ist mir auch ein Rätsel. Das Buch. Waren auf dem Buch unter dem Tisch irgendwelche Abdrücke? Ja, und die stimmen mit denen von Gabel und Glas überein. Es war also definitiv sein Buch. Und das sah ganz schön alt aus. Vielleicht ist darüber noch irgendwas rauszufinden. Hast du die Liste der Anrufe bekommen, die vom Restaurant ausgemacht wurden? Ja. In den 4 Stunden vor dem Mord wurden circa ein Dutzend Gespräche geführt. Ich schicke dir die Liste per Mail. Und? Was haltet ihr von all dem? Ich kann mir die Blutspuren in der Toilettenkabine nicht erklären. Das Opfer hätte den Täter in einem Gerangel verwunden können. Aber wieso hätte das in der Kabine sein sollen? Man könnte meinen, der Täter habe sich selbst verwundet. Wieso nicht? Jedes Metier hat so seine Schusselköppe. Mörder wohl auch. Die Erklärung erscheint mir etwas dürftig. Jedem das Seine, Carla. Ich arbeite im Labor und du suchst nach Erklärung. Danke für deine Hilfe. Bis später. Naja. Und, was machen wir jetzt? Du kümmerst dich um das Phantombild. Ich frage in der Gerichtsmedizin nach, ob die Autopsie irgendwas ergeben hat.
Okay, bis nachher. Als Markus und ich klein waren, waren wir unzertrennlich. Er war es, der sich nach dem Tod unserer Eltern um mich kümmerte. Als er dann Priester wurde, trennten sich unsere Wege. Aber er ist noch immer der Einzige, dem ich vertrauen kann. Der Einzige, der mir glauben könnte, dass ich mit all dem nichts zu tun habe. Aber ich glaube, wir machen hier im nächsten Part weiter. Und zwar, wenn es wieder heißt... Also dann, tschüss Leute, schaut beim nächsten Mal wieder vorbei, liken, favorisieren, teilen und abonnieren. Nee, mach das nicht, das ist uncool. Coole Leute abonnieren nicht. Tschüss.